Obwohl wir bereits vor langer Zeit sehr viel darüber erzählt haben, was heute geschieht und was alle bereits merken und feststellen, dies damals aber, als wir das erzählt haben, noch nicht zu sehen war, zumindest nicht durch das Fenster. Wir sind aber verpflichtet, es zu erzählen, zumindest diejenigen, die uns zuhören, zu warnen. Durchschnittlich finden im Jahr 6 bis 7 große Erdbeben statt. In diesem Jahr erwarte man rund 30 große Erdbeben. Es genügt nur ein ernsthaftes. Unseren werten Geschäftsmännern möchte ich kurz sagen, dass ich keine langfristigen Investitionen in vielen Ländern tätigen würde, unter anderem zum Beispiel in den USA, in Japan, in China. Dies sind Tatsachen, die man nicht leugnen kann. Die Zeit wird ein wenig verstreichen. Papier wird Papier bleiben. Von diesen Kryptowährungen oder sonst noch was ganz zu schweigen, das alles verschwindet auf einen Schlag. Was dann? 15 Jahre beobachtet man einen Asteroiden, nun kommt er näher, sie stellten es für 4 Tage ins Netz, was für eine Aufregung begann, sie löschten es, sagten es fliegt vorbei, in Wirklichkeit weiß es aber keiner, ob er kommt oder nicht. Die Frage ist noch nicht abgewogen. Man wird uns nur dann ernst zuhören, wenn der Stiefel knarrt. Ich meine damit Italien. Die Religionen sind getrennt, alle Politiker sind getrennt. Sie glauben an einen Gott, aber jeder meint, dass dieser Diamant auf ihrer Seite am schönsten glitzert. Dies alles führt zum Tod, unvermeidlich. Aber bei uns laufen viele Dinge zum Unguten. Die Menschheit, die sich vereinen könnte, sich in Liebe und Respekt vereinen, wie eine Familie, die sie in Wirklichkeit sein sollte, die gesamte Menschheit, sie würde allem widerstehen können, was auch kommen mag. Oder wird es dennoch eine Chance geben zu überleben, und zwar für die Menschheit der Menschen?